Hands. Da ist ein Stock in der Toilette. Mephisto! Ja! Aufnehmen! Geht los! Aber schon seit 3 Minuten. Sehr schön! Aber du sagst einfach nichts. Ja, ich hab vergessen, das Mikro wieder einzuschalten. Aber man hat doch was im Hintergrund gehört. Oh, okay. Kann man dich in der Aufnahme jetzt trotzdem hören? Ja. Okay. Das hoffen wir mal, ne? Aber ist egal. Dr. Chaos. Ach, aber eine schöne Anspielung auf Dragon Age, finde ich gut. Okay. Der verhasste Traumlevel. Oh, sehr gut. Das finde ich super. Was? Superhelden. Sehr schön. Das ist doch eher was für mich. Das hat was, ja. Vor allem der Stanford-Körper, das erinnert mich total an Mystery Man, der Schaufler. Oh. Fängt doch schon mal sehr lustig an. Mal ganz ehrlich. Ja. Mal ganz ehrlich, besser als alles, was EA gerade gebracht hat. Ja. Und dann muss... Ja. Ja, gut. Also ich muss sagen, das klingt schon eher nach einem Kaufgrund hier. Und endlich cool. Mal eine weibliche... Die kein Zinsch macht. Ach, das sind die Macher von South Park. Jetzt kommen Terrence und Phillips. First of all, the trailer for the game looks amazing. Are you guys excited about it? Yeah. Sehr schön. It's weird because you don't seem like you are. Yeah. And also, I feel like these mics. It's the mics that are sticking. Yeah, the mics are throwing us. But okay, yeah. We don't know what to do with our hands. Pockets or inside your pants. Right. I read that you guys after the last game said that you were never, ever, ever going to make another video game again. That's true. And but the big thing is we're kind of whiny babies. Mm-hmm. And we just realized that at the end, right at the end of Stick of Truth, we kind of learned how to make video games. And it was kind of too late. Yeah. And we're like, well, fuck, now we know how to make a good video game. So yeah. We have a good template to do it. And we thought, fuck it, let's do it. Yeah. Yeah. Do it again. Yeah, we might regret it, but we're doing it again. Yeah. Look, I want to say, knowing you two, I don't think a fear of regret has ever kept you from doing anything. Yeah. I think that has to be a few. We've had some regrets. Yeah, I'm saying just regrets, power through it. Now, who are you working with? Fishy. We're working with Ubisoft San Francisco, and it's basically, yeah, obviously we're in front of the crowd for that. it's the next chapter. It continues the story. Ich nehme mal an, das Kampfsystem wird auch ganz anders. Ja, meinst du? Ja, ich glaube schon, weil das würde ja jetzt nicht mehr zum Superheldenmodus passen. Das Ganze war ja vorher auf RPG. Genau. Ja, ich... Ja. Hören wir doch einfach mal, was er selbst dazu sagt. Ich glaube, dazu geht er gerade ein. Darauf. Oder auch nicht, oder sie sind fertig. Ja, aber ich glaube, du hast recht, das könnte... Meinst du, das könnte ein bisschen wie bei Batman sein, dass man da direkt... ich stelle mir gerade South Park mit der Batman, mit dem Batman-Kampf vor, ja. Ja, einfach, dass man da direkt in den Kampf eingreift. And I don't know about you guys, but I feel like this is a super special time of year because I love games and I think it's the rare time of year that journalists, developers, gamers and fans of the industry get to come together in one place and collectively lose our shit. Frisch aus der Mikrowelle. Ich wusste aber gar nicht, dass South Park von Ubisoft war. Ja, doch. Stick of Truth war von Ubisoft.
Na, cool. Da haben sie mich heute positiv überrascht. Ich hoffe ja mal, die bringen mal was von Assassin's Creed. Bringen sie auf jeden Fall. Ja, das bringen sie jedes Jahr. Das ist nein, doch schön. In-game. Da hat man einfach keine... Ja. Da hat man es auch schön einfach. Man weiß sofort, dass es kommt. Ja. Aber das ist doch schön. Einfach keine Erwartungen haben, dann wird man meistens positiv überrascht. Naja, das hatte ich bei EA auch. Meistens. On a message board, and the next thing you know, you've got a Far Cry logo tattooed on your face. And let's be honest, I think we all know this has been a very intense year for Ubisoft, and there's been no shortage of, shall we call it... Ja, noch ein Far Cry, nee, lass mal. Or online teabagging, whatever you want to call it, but... Die vier war schon, that after working for these guys for 4 years, the Ubisoft teams listen and they take what you think very, very seriously. We believe here that passionate and honest feedback makes games better. Dig through ear-burning NSFW, guys, that's a word. Reddit thread to get it. You know what I'm talking about. The UB team has a single driving passion. They love games and they want to make kick-ass games that you want to play. And to that end, ladies and gentlemen, please welcome the guy with all the surprises, Ubisoft CEO, Yves Guillemot. Ihr habt euch doch schon gesehen, Alter. Den Scherz zu fragen. I love gaming. And I love the people that create the games. But I also love a lot the people that play those games. Aber Ubisoft ist doch ein französisches Studio, ne? Sind die nicht aus Frankreich? Ja. Ja, jetzt geht's schon wieder mit derselben los. Ihr Gamer seid es, die uns irgendwie das alles ermöglichen. Oder Ubisoft ist da aus Frankreich, ne? Ja, ich meine ja. Ja. Da, das ist der Einstieg, den irgendwie alle machen. Nur halt anders formuliert. Ja, wir wollen die besten Spiele machen. Wir sind ja so innovativ und... ihr seid alle toll, weil ihr seid unsere Fans. Genau. Und wir wollen das alles nur für euch machen. Wir wollen kein Geld. Wir das machen hier das ist, glaube ich, für die PlayStation 4 exklusiv, glaube ich. Oder? Okay. Meinst du? Ja, es sieht zumindest so aus. Ubisoft Montreal, dann ist es wohl Kanada. Dann haben die verschiedene... Wikinger, sehr schön. Ja, verschiedene Wikinger, genau. Ich find's schön, wenn sie verschiedene Wikinger haben in ihrem Team. Guck mal hier, das sieht doch interessant aus. Ich glaube, wenn Wikinger deren Spiele machen würden, dann wären die um einiges cooler. Natürlich. Aber es sieht jetzt doch schon sehr interessant aus. Oh, Treffer versenkt. Excellent. 9 of 10 would smash. Den Titel haben sie nicht genannt, oder? Nein. Okay. Nur von wem's... kommt. Wow. Chivalry 2. Ja, ja. Irgendwie sowas.
For Honor. For Hodor. For Hodor, genau. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Bis jetzt haben sie sich bei 100% der Spieler eingefangen. Das ist gut. Ich finde das schön, die haben da alles irgendwie reingebracht. Für jeden der eigene Geschmack. So Wikinger, Japan, ein bisschen Samurai angehaucht, genau. Ritter. Ja. Sehr gut. Siehst du, haben sie uns beide schon mal abgeholt. Vor allem bei dem Samurai hast du hier so das Gebiss gesehen von den Zähnen. So. Das sah gut aus. My name is Jason Vandenberg, Creative Director. For Honor offers you the experience, the adrenaline, and the danger of a melee combat in a visceral battlefield. Through a new type of gameplay that we call the Armored. Aber ich bin jetzt schon wieder positiv überrascht, das finde ich sehr gut. Ja, das liegt an den Pressekonferenzen davor. Ja. Da aber sieht man, der ist mit Leidenschaft dabei, das finde ich sehr gut. Du meinst, weil er am Stock geht? Genau. Denn Stock bedeutet oh, Leidenschaft. Oh, guck mal, sogar in-game. Die spielen jetzt. Ich will auch mitspielen. Das wird gut. Aber PlayStation 4, oder? Controller? Ja, ja. Ja. Dann kannst du zumindest schon mal sicher sein, dass das Konsolengrafik ist. Also kann man noch eine Schippe drauflegen. Ja. Und da mit dem Snorri durch die Kante rennen. Ah, das wäre cool. Da jetzt so ein Live-Spiel zu machen, ist eine sehr schöne Idee. Das finde ich sehr gut. Alter. Also wirklich, das gefällt mir bis jetzt. Ich mochte ja schon Chivalry und hier Mount & Blade und sowas. Aber das hat doch echt schon was. Ich bin mal aufs Kampf. Das hat sogar was. Gespannt. Das hat sogar was von für den Hide, weil das auch noch sehr große Schlachten werden. Ja. Ach, also da ist ein Gegner. Was dabei. Hide, komm her! Nein! Doch, komm her! Also anscheinend hat man da immer so Verbündete, die von der KI gesteuert werden und die Helden. Ja. Oder die Spieler sind so Generäle oder so, die halt ihre eigenen Helden darstellen oder so. Genau. So sieht's zumindest aus. Naja. Wenn man dann noch so ein bisschen sowas hätte mit den Truppen und so weiter, dann hätte man ja tatsächlich schon fast sowas wie bei Kingdom Under Fire gehabt. Ich weiß nicht. Und tschüss. Das Kampfsystem sieht mir aber noch ein bisschen zu simpel aus. Irgendwie. Was? Weil das sieht so aus, als würde man einfach nur blocken drücken müssen, um wirklich zu blocken. Bei Chivalry muss man ja wirklich gucken, wie man blockt und alles. Also das erinnert mich gerade ein bisschen wie beim ersten Assassin's Creed, die Kämpfe. Die waren ja sehr einfach dadurch. Naja. Du kämpfst ja jetzt gerade auch nicht gegen den PC, du kämpfst ja jetzt gerade gegen einen richtigen Spieler. Wenn der dumm sich anstellt, dann ist der Kampf einfach. Ja, aber das sieht halt so aus, da muss man einfach Blocken drücken und... Ah ne, da war ein Blockbrecher, okay. Das macht's wieder anders. Aber sehr episch gemacht, ne? Die Fight. Ja. Ja. Gefällt. Also, wir merken uns auf jeden Fall mal den Titel For Honor. Ich glaube, den könnte man später mal auf dem Kanal sehen. Wenn's für PC kommt. Wenn's für PC kommt, genau. Wenn's für PC rauskommen sollte. Ach komm, ich will mein Essen holen. Mach das nächste Spiel, was mich nicht so interessiert. How about noon tomorrow at the Ubisoft booth? With a 100% hands-on 4v4 multiplayer demo on console. Morgen Mittag wird's released. Ja. Eine Demo. Eine Demo für die Konsole. Schade. Sehr schade. Go register at forhonorgame.com to get more info and get a chance to be among the very first to play the game. Thank you very much and have a great E3.
Der ist so richtig meißen, ist der? Der hat richtig Herzblut, ne? Der ist richtig, yes, ja, richtig. Hat geklappt, das jawohl, und... Hat richtig Leidenschaft in das Spiel, das finde ich sehr gut. Auch ein epischer Einstieg von ihm. Okay, ich gehe heute in, hol mir eine PlayStation 4, da kann ich die Demo zocken. Ja, und das finde ich gut, das haben die bei Bethesda auch gemacht, dass die da einen speziellen Host haben, der immer so von einem Thema zum anderen leitet. Das hatten EA und Microsoft nicht. Schon mal fix mein Essen. Die hatten tatsächlich, bei EA hatten sie eigentlich einen, aber der kam selten. Ja, eben, das ist es ja. Eigentlich hatten sie den Möchtegern kennen. Eben, ich habe den nur einmal gesehen, wo du dann sagtest, ah, da ist er wieder. Dann habe ich den nie wieder gesehen. Der hat normalerweise immer durch die Sendung geleitet. Okay. Ach ja, ein Rennspiel. Da kann der Mephisto sich was zu essen machen. Genau. Der Einzige, der davon jetzt betroffen wäre. Von was? Von dem Rennspiel hier. Oh ja. Okay, dann kannst du mir doch nichts zu essen machen. Aber Colin McRae war das eigentlich immer noch das Beste eigentlich. Okay, für mich sind diese Rallye-Spiele nichts. Ich hatte mal Colin McRae 2, glaube ich. Ja, genau. Ach so. Ach, die Kuh. Wild Onkel. Hat schon jemand eigentlich von euch jemand Kuh gezockt? Nee. Nö. Wie denn? Mit welchem Geld? Oh, lecker. Ja, ich finde aber, bei der Kuh brauchen wir eigentlich nicht mehr was zu sagen, das weiß eigentlich jeder. Deswegen weiß ich jetzt schon, wir einen neuen haben. Das hat man gerade im Trailer auch wieder gesehen, ganz Amerika. Ja. So, Knights and Merchants 2. Geh mir weg mit Knights and Merchants. Oh. Das wird wohl Uncharted. Nee. Nee, das ist Sony. Was? Ein Hai noch mit einer Katze? Was? Ich dachte schon gerade, es ist Peggle, aber nein. Peggle! Trials. Okay, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Trials. Das war das mit den Motorrädern. Ja. Seit wann kann ein Einhorn genauso schnell rennen wie ein Motorrad? Ja. Das hat halt Pferdestärke. Wenn du es an deinem Motorrad anbindest. Was hat er gesagt? Was hat sie gesagt? Oh. Dass wir jetzt von Ponys und Einhörnern zurück in eine brutale Welt kommen. The Division wird auch Riesenknüller, also das wird Bombe. Wortwörtlich. Also die haben das, ich glaube, zweimal schon verschoben, ne? Weil sie noch nicht zufrieden waren. Okay. Jetzt haben sie sich gedacht, da schmeißen wir es einfach auf den Markt. Besser wird's nicht. Warum? Sind wir nicht sind noch nicht draußen. Hallo. Hallo. But today we're here to introduce you to the Dark Zone, a walled-off, quarantined, ein online open world Dark Side Action RPG. Where as a player you have the choice whether to work alongside other agents or turn against them. Ich will den Release-Datum hören. Ja, du kannst Leute verraten. Ein Release-Datum! Nicht Leute verraten. Das neue Fragile Aliens. Wer weiß? Das wäre cool. A place where you can trust no one.
Das ist wie eine tickende Zeitbombe. Irgendwer trust no one. Ist doch gut. Ich bin gespannt. Ihr hattet mich bei verraten. Ja. Da bin ich mal gespannt, was das von einem RPG haben soll. Ich dachte erst, das wäre irgendwie wie normales Rainbow Six oder so. Nee. Das ist aber jetzt schon ein Singleplayer, kein Multiplayer, oder? Ich glaube nicht, dass die sich Megan oder Bronson nennen. In einem Multiplayer. Kann mich aber auch täuschen. Die eine hat sich Minecraft Chick genannt, also. Eben. Gut möglich. Okay, das ist das Multiplayer. Okay, es ist Multiplayer. Take them and the Rikers at the same time. Good point. Let's just see what they do. Oh, they're going Rikers. Okay, let's help them out. All right, go. I'm gonna flank. Go. Ryan, cover us. Heads up, heads up. Let me see if I can take him. Move. Preston, use your turret. Okay, it's up. Turret's up. Get down. I got you. Go. Die 8 Granaten hier, die sind geil. Die rollen dann zum Gegner so hin wie so ein Magnet. Das ist geil. Na, hat jemand den Wilhelm-Schrei bemerkt? Ich nicht. Gerade bei der Explosion kam der Wilhelm-Schrei. Erraten! Okay.
vertraue niemandem. Nicht mal dir selber. Das gefällt mir schon wieder gar nicht. Da will ich schon wieder der Hidi wieder abschießen. Ich würde einfach alle abschießen. Das so Schlimme ist, ich würde wahrscheinlich relativ lange warten, bis sich für mich eine Gelegenheit kommt. Dummerweise würde Hide es sofort tun, ja. Einfach nur um Lacher zu haben. Ja, denn ich bin der Gruppenpsycho. Das heißt, man weiß wirklich nie, wann man sich umdrehen sollte und wann nicht. Ich will nur sagen, das ist ein Kompliment. Das Game ist so, wie es mit einem riesigen Barrel von Xanax kommen sollte. Vielleicht DLC. When does everybody else get to crap themselves in terror the same way that I did when I played the game last year on the floor? Well, for those of you lucky enough to be with us here at E3, for the first time, the Division is hands-on playable at our booth. So hopefully everyone will come by and play. We're excited about that. Awesome. Was hat er jetzt gesagt? Also for those of you at home, we are clamoring to get your hands on the game early. Ich hab grad nicht aufgepasst. Es ist playable auf der E3, also es kann da gespielt werden. Nicht spielen. Starting early next year, so everyone will get to play. It's gonna be super exciting. Now, okay, es wird auch eine Early Beta Anfang nächsten Jahres geben. To be able to figure out, get more information about the betas. Sweet. Now that we know they're moving into beta, when is the game actually going to be available to everybody out there to play, buy, and put into their home box holes? Yes. Today we're super happy to announce that Tom Clancy's The Division will be released on March 8th, 2016 on all platforms simultaneously. Yay! Auch für die Wii U? Und für den Game Boy, ja. So thank you very much everyone and have a great evening. Aber nur für den Game Boy Color. I did play this game. It's tactical. It's terrifying. Also im März nächsten Jahres. I can't wait for you guys to check it out on the floor. Now, next up this afternoon is the newest release of the critically acclaimed City Builder from Ubisoft's Blue Byte Studio. So everybody, pack up your astronaut diapers because we are departing this planet. Jetzt kommt bestimmt No Man's Sky. Das kann oder? Gut sein. Nee, kein No Man's Sky. Blueball! Ein neuer Siedler! Gibt's noch? Ja, hab ich nur gerade gebraucht. Ich hab irgendwie gedacht, die hätten sich aufgelöst, aber okay. Snorri, ein neuer Siedler mit Wuselfaktor. Ja, super. Auf dem auf Mond. Mars. Mondsiedler. Es ist wunderschön. Wo haben die das ganze Material her, um das hinzubauen? Die haben das alle aus dem 3D-Drucker. Ja, die müssen sie aber irgendwo angefertigt haben. Das heißt, die mussten jahrelang drauf warten, dass die Leute das hergestellt haben und dann mit einer Rakete zu denen geflogen haben. Ja, auch wenn du irgendwas so bei Amazon bestellen willst, müssen die das erst herstellen und von der Erde einfach auf den Mond. Ja, ja. Das haben die ersten Monate in Amazon nicht bedacht und dann haben sie halt bei Amazon da bestellt, weil denen keiner gesagt hat, dass die auf dem Mond leben. Wir mussten die ganze lange fliegen. Und seitdem musst du unter Land auch übereinstellen, ob du vom Mond kommst oder nicht. War doch mit Siedler nicht ganz verkehrt. Es war nah dran. Ja. Anno. Wobei ich glaube, die Anno-Sachen, da gab es ja schon eins, das in der Zukunft spielte. Das war, glaube ich, nicht so beliebt. Na, war da nicht dieses Sid Meier's Civilization, was da irgendwie ich meine, es gab in der auch Zukunft ein Anno, spielte, ein was Anno, du vielleicht das meinst? War. Nimm doch Vorgänger, waren so beliebt. Was ist denn das? Raise your city.
Ein Stadion! Fahre LKW in deiner City. Race to Space. Und fange dort nochmal von neuem an. Na, aber siehst du, da war die Frage, woher haben sie das Ganze? Doch berechtigt. Du, doch nicht immer alles hinterfragen, seine Fotos sie im Spiel haben. Es war ja berechtigt, darum geht's ja. Der Vorgänger hier war nicht so erfolgreich von Anno. Assassin's Creed. Tell me who you are. Well, I'm Rick from RBF Productions NL, and Ubisoft requested me here as Jacob Fry. Jacob Fry from AC Syndicate. That's right. Oh, du wurdest dafür bezahlt, hier zu sitzen mit dem Outfit. A guy from your era probably has rickets or something I can catch, but you look amazing. We should come up with a meme really quickly for the show. Right now I'm pitching who kept the Christmas lights on during the apocalypse. Deswegen war auch plötzlich der Platz frei neben mir. Do you have a meme you want to pitch? So ganz zufällig. Guys with rickets are super hot. Well, if you're talking Picard, it will be Engage. Okay, good. We did that together. All right. Standing next to me right now, my friends, is Jason Altman, the executive producer of our next game, looking just as foxy as Jacob Fry. With almost fewer rickets. With 110 million players, a billion songs danced, and more than a billion lifetime views on YouTube, this game franchise is one of the pillars of the Ubisoft family. Right? It's time for Just Dance 2016. It is indeed. Thanks, I'm going to leave it to you. It's the fans that have made Just Dance a success. Yay! Just Dance. Ich dachte gerade, das wäre ein Witz. Has become the biggest music video game franchise. Ich dachte gerade, das wäre ein Witz und jetzt geht's um Assassin's Creed oder so. Dachte ich auch. Aber nein, es ist Just Dance. Das ist das Schlimme, wenn man denkt, dass Witze ernst, wenn man denkt, dass Sachen, die ernst gemeint sind, Witze sind. Ich wollte schon fast loslachen hier. Aha! Oh! Ein sehr trauriges Lachen. Wobei das bei euch schwenkt? Hängt das bei ein wenig, ja. Ja, okay. Perfekte Voraussetzung für ein Tanzspiel. Das nennt sich dann Dubstep. What? Der Legstep. Legstep. Da kann man auch gleich Assassin's Creed mit. Oh Gott. Ah, das ist doch unser Basketballspieler. Nein. Ich dachte gerade, das wäre Kanye West, aber nee. Nein, ich glaube, die haben einfach den Basketballspieler von gerade die Cap weggenommen. Jetzt ist das da hier rum. Die passenden Schuhe hätte er ja schon. Es ist wunderschön. Muss man den Kerl kennen? Nein. Nö. Okay, gut. Ich dachte, ich habe wieder was verpasst. 10 von 10 Leuten würden sagen, dieser Act hat die Show bereichert. Unvergesslich gemacht. Unvergesslich, genau. Und plötzlich tanzen ganz viele Ghetto-Kinder um mich herum. Ganz viele Ghetto-Kinder. Jetzt leckt es bei mir, jetzt weiß ich nicht mehr, was passiert. Die Ghetto-Kinder haben das Internet geklaut. Bringt es mir zurück! Bring mir mein Internet! Jetzt tanzen die Leute. Meine Güte, kann der hochsingen?
Oder er versucht. Jetzt wird die Moderatorin angetanzt. Muss mitsingen. Oh Gott, das wird ja immer höher. Das ist jetzt das neue Add-on, High School Musical. Genau. Das ist das neue Add-on, dann kriegt man immer einen Schwarzen, der in seinem Wohnzimmer tanzt. Ist ein ganz guter Schutz gegen Einbrecher. Oh mein Gott. Da gehen wir nicht rein, da singen immer schwarze Leute. Oh Gott. Congratulations, because your album Everything Is For and Just the single Dance. Want Me just hit number one on the top 40 radio charts. Haha, so ein guter Witz. Ach, das war kein. Congratulations. Ah, haben die nicht auch Just Cause gemacht? You know what? I'm so glad you're here. Gar nicht erst wissen. The only thing is, I just wish you came up here and danced. Ich überlege gerade, ob da ein Muster hinter ist, inzwischen Just Cause und Just Dance. Just Dingens. You know there's got to be one. I missed that meeting, but I want to get into it because I actually just, that you're actually a big fan. Siehst du? Das kommt bei denen oft vor. You know, I love the idea that, you know, music can inspire people, but I feel like this video game is such a part of pop culture. Simulator, der heißt dann Just Drive oder so. The young ones like my little niece who loves to play the game and you know older folks like my mom who doesn't necessarily know how to dance but it makes her feel like you know she could get it, so it inspires everybody, you know what I mean? Yeah, it's really great. And I'm really excited because this song is a huge hit. It's a number one hit. It's going to be in the game. Thank you. People are going to want to buy it. They're going to dance. They want to be like you. Can't be Jason Derulo, but you can be like. Ich habe den Hit noch nie gehört. So thank you so much. Aber ich fand ihn nicht. Ich merke, ich krieg von solchen Sachen nichts mehr mit. Ich habe den Hit vorher noch nie gehört. Aber da ist wertvolle Zeit für die Präsentation durch draufgegangen. Das war nicht gut. Du meintest, die wollten einfach nur ein bisschen die Lücken füllen? Ja, die hätten in der Zeit tolle Spiele vorstellen können. Stattdessen haben sie da jemanden hingeschickt, der mit Ghetto-Kindern tanzt. Ja, zum Beispiel For Honor 2. Stell dir das mal vor, die stellen einfach ein paar Minuten später stellen sie den Nachfolger von ihrem Spiel vor. So ähnlich wie sie das eine da gemacht haben, bei unseren Game Releases. Ja. Zwei Tage später der Nachfolger kam. Ich glaube, es war Pac-Man oder Kirby. Eins von beiden. Ja, Pac-Man und die Geisterabenteuer. Genau. It's called Just Dance. Braucht man für sowas überhaupt die Tanzmatte? Dance on Demand Streaming Subscription Service. Just Dance Unlimited. Anyone with a copy of Just Dance 2016 on Wii U, Xbox One or PS4? Tamriel Unlimited. That's killer. It's so great. That's Dance Edition. So great. Dance off zwischen den Herrschern. The other Jason, OJ, Jason Altman. Ja, dann haben wir diesen Act ja hinter uns. Kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Dieser Act hat die Show so bereichert. Total. Unvergesslich gemacht. Aber muss man sagen, Ubisoft macht was für die Gäste. Das stimmt. Also die Moderation hat uns ein bisschen an die Oscars, an Ellen DeGeneres erinnert. Da war es, glaube ich, auch angelehnt drauf. An Makel und Geschmack kann man streiten, ne? Aber die versuchen es wenigstens. Ja. Sie versuchen es, genau. Die geben ihr Bestes. Sie haben sich. So, was haben wir denn jetzt hier? Das wurde dann nicht gesagt. Okay. Ich glaube, sie versuchen gerade Mais herzustellen. Das hochexklusiv ist. Stellen Mais her. Und weibliche Obama, die erzählt uns was. Aber ansonsten weiß ich nichts. Jetzt die neuen Ubisoft Frühstücksflocken. Vielleicht irgendwie ein neues. Es
kann vielleicht sein, hier, ich dachte gerade Rainbow Six. Company vielleicht irgendwie sowas. Rainbow Six? Nee, das kam doch schon. Nee. Das war doch jetzt gerade schon. No matter how Shield. Okay. Insurgent? Nicht Insurgency, dieses andere, wo man durch Wände schießen kann. Durch Wände schießen? Hab ich doch gesagt, Rainbow Six Siege. Hab ich doch gesagt. Aber nee. Ja, aber das war doch gerade schon das mit dem sich verraten, oder? Nein, das ist auch von Tom Clancy's. Der hat mehrere Schienen. Der hat auch Splinter Cell gemacht. Und genau. Naja, der hat überhaupt keine Schiene. Der hat den Namen verkauft. Er hat seinen Namen verkauft. Er ist jetzt Rüdiger. Naja, er tut bei den Spielen... Tom Clancy ist ja der Autor gewesen. Die haben sich einfach den Titel Tom Clancy's gekauft. Und den können sie bei hin drauf drucken. Nee, der macht ja bei den ganzen Spielen mit, weil der war hier irgend so eine Spezialeinheit in Amerika. Und da hat er die ganzen Erfahrungen mit in die Spiele reingebracht. Nee, die haben tatsächlich, haben sie sich den das gesichert. Die dürfen überall Tom Clancy draufschreiben. Ich dachte, Tom Clancy wäre ein Autor. Aber bei... Ja, ja. Und die haben sich halt den Titel für Tom Clancy's haben sie sich gesichert. Deswegen können sie eigentlich überall Tom Clancy's draufschreiben, aber ich glaube, wirklich dabei war er nur bei hier, wie heißt nochmal das mit dem Splinter Cell, genau. Da war er auf jeden Fall noch dabei. Ich meine, Rainbow Six ist eher was von Tom Clancy, oder? Also ich würde sagen, Rainbow Six ist eher Tom Clancy als Splinter Cell. Ich meine, er war jedenfalls in Splinter Cell dabei. Okay. Aber wir können auch total Mist geredet haben. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht reden sie eigentlich wieder über die Sims. Ich meine, jetzt sind mittlerweile schon zwei Frauen auf der Bühne. Das ist so sexistisch. Kannst du noch einen schwarzen Witz ablassen, weil beide schwarz sind? Über Baumwolle oder so. Ja, oder Wassermelonen anbauen in den Sims. Ja. Sims 4 Insel Spaß. Genau, das ist die Minions. Genau. Sims 4 Insel Spaß. Nein. Die Minions müssen Kokosnüsse pflücken. Das klingt ja so, als wären wir total rassistisch und sexistisch. Eigentlich geben wir nur einen Scheiß über solche Sachen. Genau. Wir sind nicht feindlich, es ist uns einfach scheißegal. Ganz genau. Wenn da Weiße stehen, machen wir uns genauso drüber lustig. Genau. Nur halt nicht so viel. Du wird es da nicht als Rassismus ausgelegt. So far we've only been talking about multiplayer, but there is so much more to Siege. And here to tell us more about it, please welcome to the stage Genevieve Fonrad. Aber ich muss sagen, sie macht eine gute Moderation. Das meine ich. Das finde ich gut, dass sie so einen speziellen Host haben, der immer von einem ins andere überleitet. Ja. Das macht gleich aber einen anderen Eindruck. Konstant dabei ist. Ja, eben. Ach, guck mal an. Wer ist denn jetzt schon wieder dran? Sie klingt wieder französisch. Terrorhunt. Kennt ihr das? Nö. Okay. Es soll der Multiplayer sein, anscheinend. Oh, und die Terroristen dürfen sich eine Burg bauen. Ja, mit Kissen. So ähnlich wie die Nazi-Burg. Nur ohne Kissen. Genau. Aber das finde ich toll, dass so viel Individualismus in den Spielen heutzutage drin ist. Nein, das wissen wir ja noch nicht. Okay.
drin sein könnte, laut Versprechung. Ich lobe Spiele nicht, bevor es nicht gezeigt wurde. Da, und da spielen sie wieder direkt. Und das ist doch super, wenn die direkt vor Ort mittlerweile spielen. Mittlerweile zeigen sie ganz gut, ja. Das finde ich halt geil, ne? Also ich muss sagen, die Pressekonferenz ist schon wieder um Längen besser als Microsoft auf jeden Fall und auch besser als EA. Das gefällt mir wieder. Ja. Vom singenden Neger mal abgesehen. Ich entschuldige mich für den rassistischen Teil des... Des Abends. Weil es ja sonst keiner tut. Wow, geil. Halber Kopf über, Kuckuck, hallo. Sehr cool. Das ist ja mal richtig geil. Ist halt geil, ne, taktisch mit dem Schild vorgehen, gucken. Und dann hier solche Gimmicks, ne, das ist natürlich geil. Mhm. Ja, ja, so kennen wir sie. Ah, hier Dynamit. Tretmin. Okay, careful. Yeah, bomber's right there. Hold on, hold on. Let's see how he starts going back. Alright. Okay, you're good, man. He's coming back now. I'm safe? Yeah, you're good. Go for it. I'm gonna start moving up. Keep an eye on the bomber, right? He's coming back. I'll back off. I have one shield here at the end of the hallway. I got a guy behind the desk. Das wird so nach hinten losgehen, wenn du die Leute nicht kennst im Multiplayer. Oh ja. Das Ganze sieht jetzt so interessant aus, aber wenn du das mit Leuten spielst, die du nicht kennst, dann sieht das eher aus wie in Team Fortress. Wie in Team Fortress? Dann sieht das Spiel aus wie in Team Fortress, wo alle durcheinander rennen und irgendwie wild ihre Fähigkeiten nutzen, mit Pisse um sich werfen und... Ach so. Ja, ungefähr so sieht's dann aus. Und sehr rasant. Du hast also Angst, dass im Multiplayer von Rainbow Six die Leute mit ihrer Pisse um sich werfen. Wow. Ja, genau. Ich hatte gerade die Weste gehabt, die an den Cube klebst. Ja. Absolut. Oh! Oh! Und jetzt kommt wieder Verraten. Das wär's natürlich. Ich bin eigentlich Terrorist. Ich bin ein Hufflepuff. Aber ist man nicht eigentlich mit so einem Schild sowieso schon fast unbesiegbar? Ja, nee. Das sieht mir gerade zu einfach aus. Wenn da vor dir jemand mit einer Shotgun steht, ist es schnell vorbei. Es hat ein bisschen eine gewisse Sicherheit. Sieht gerade immer so aus, der kann einfach reinrennen und dann schießt er hinter ihm alles kaputt. Mich würde ja mal interessieren, ob die KI auch einfach Bänder einreißen könnte. Ich glaube, die sind nicht so ausgestattet. Weil wir haben ja jetzt gerade, wir sehen jetzt gerade ja nur ein Spiel,
von Spielern gegen die KI. Mhm. Guck, siehst du, ich hab's gerade gesehen, das war der Gegner. Der Gegner hat gerade die Wand eingeschlagen. Okay. Ja. Und da von rechts oben. Ja, bei mir war's noch nicht so weit. Ach, die kommen nur durchs Fenster. Wow. Sieht sehr cool aus. Ja, bin ich guter Fan, auf jeden Fall was Gutes. Well done, guys. You did it this time, huh? Alright, thank you very much for this. Und deswegen habe ich das nicht gespielt. Was one out of our four Terror Hunt modes that we'll have in Rainbow Six Siege, including Terror Hunt Classic. For those of you who are here in LA, we invite you to come to our booth to get a first hands-on experience of Terror Hunt, as well as try our new PvP mode and map. And for everybody else back at home, we got something for you as well. We are glad to announce that our beta starts on September 24th. Ach, die Beta! Mhm. Ich habe es gerade nicht ganz verstanden. Aua, bitter. Am 23. Okay. September. Da geht's okay. Los. Thank you everyone mit so der Beta. Also anmelden. Genau. Es sieht sehr interessant aus, freue ich mich. Mhm. Ja, bis jetzt haben wir ganz interessante Spieler gezeigt. Also ich bin wirklich angetan. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ausgerechnet Ubisoft so begeistern kann. Ja, es war noch nicht so gut wie Bethesda, aber es ist ein Ansatz. Aber die haben ja auch kein Fallout 4. Genau. Alter, alleine der Fallout vorgestellt hat, der hat gerockt. Da hat wirklich alles gestimmt. Außer Dishonored 2, aber okay. Hey. Ja, da hätten sie wirklich was mehr zeigen können, aber... Ja, vielleicht sind sie noch nicht so weit. Trotzdem. Von der Präsentation war es nicht so. Trackmania, na dann. Oder habe ich mich da verhört? Trackmania. Ich habe nicht zugehört. Achso. War ja noch mitten im Satz. Aber da sind fliegende Schweine, das ja, jawohl. So fängt man jedes Rennen an. Genau. So ist es auch in der Formel 1. Ja. Kein Wunder, dass Michael Schumacher einen Unfall hatte. Ist ja gefährlich. Aber es ist auch kein Wunder, warum er Ski gefahren ist. Da hat er schon mal ein bisschen Übung gehabt für diesen genau. Anfang. Eierfall. Ach ja. So viel zu unserem Sexismus und Rassismus. Wir machen uns auch über andere Leute lustig. Das ist nur so pseudo-lustig machen, damit wir ein Alibi haben. Ja, das so. Ist Alibi-lustig machen. Damit wir nochmal richtig derbe Witze rausbringen können. Ich sehe das schon hier. Trackmania Turbo. Na dann. Warum nicht? Ah, François! Ach, François. Oh, jetzt werden sie live für uns hier fahren. Mit richtigen Autos. Ich finde die Idee wirklich gut, dass die die Sachen live vorführen. Ist auch richtig. So als Gameplay? Ja. Mich wundert, dass sich das nicht so durchgesetzt hat bis jetzt. Ja, und niemand setzt die Helme auf, die extra da liegen. Rausgeschmissenes Geld für die Helme. Ja, außerdem tragen die ja beide schon Hüte. Das ist doch Sicherheit genug. Okay. Ich tausche Helm gegen Hut, dann ist alles gut. Deshalb reimt es sich.
Jawoll! Ich mag das ja eigentlich nicht so, wenn die mal in die Ego-Perspektive wechseln, wenn die in diesen Looping kommen. Ja. Wie war das bei Trackmaker? Das ist schon beim Vorgänger so. Konnte man da auch selbst strecken? Ja. War das ja. So? Ja. Dann würde ich überall nur eine Schleiche machen. Ten more tracks in stadium just for the Blue Series. Four environments, four different gameplays, five difficulty levels. A total of 200 tracks. And if you think that's enough, take a look at this match. Okay. Our track builder mode generates levels on the fly at the press of one. Das jeder hier hat der Antwort. So we have no idea what we're going to drive. Three steps ja. To it. Terraforming. Look at the pretty beaches and islands. Then the track being built, and finally, das finde ich sehr schön. Einfach mal eine zufällig generierte Karte. Ach, kannst du denn gleich sofort fahren? Wie geil ist das denn? Ja, sicher. Man muss das ja testen, was man da erschaffen hat. Auch wenn die Karte sehr, sehr klein aussieht, aber... Und es endet... Oh, es endet damit, dass er im Wasser landet. Bei mir ist er gegen das Ding da umgeknallt. Ja, aber am Ende der Strecke, da wird er im Wasser landen. Ach so. Oder auch nicht. Weil er nicht schnell genug war. So hat er mal wieder missbaut. Ja, also wirklich ein Rennfahrer, der nicht schnell genug ist. Virtual Reality Demo? Ja, ganz genau. Hat er gerade gesagt. Du Scheiße. Ach du Scheiße. Du bist das Auto. Du bist die Strecke. So, Ruhe jetzt. Leute. Ruhe jetzt. Oh. Guck mal, da ist wieder der G-Stock. Das war der Kerl, der ohne aus, vor Honor ausgestellt hat. Der spielt jetzt Assassin's Creed. Genau. Eigentlich habe ich ja keine Lust auf noch einen Assassin's Creed-Titel, aber ich mag dieses Setting drumherum. Und ich glaube, wenn das wirklich so wird mit den Straßenkämpfen, könnte das ganz lustig sein. Okay. Von daher weiß ich nicht, ob meine Erwartungen jetzt größer sind als mein Übersättigungsgrad, was Assassin's Creed angeht. Aber ruckelt das bei euch Usu? Ja. Ist ja nervig. Ich glaube, das liegt an Twitch. Oder das muss so sein. Das ist künstlerische Freiheit. Genau, das muss so. Früher haben die immer so geruckelt in der Vergangenheit. The Warriors. Er ist doch bestimmt wieder ein böser Templer. Sieht schon so böse aus und so tempelhaft. Da, dieses Setting mag ich irgendwie schon. Ja. Fällt mir. Aber das ist doch ganz einfach. Der Schuldige ist einfach der ohne Hut. Wow. Das hat was. Es wird zwar auch immer moderner und alles, aber das gefällt mir. Und das ist schon lange her, dass ich das bei einem Assassin's Creed-Titel gesagt habe. Oh ja. Oh nein! Jemand muss den Kick auslösen.
Wenn sie jetzt noch Sherlock Holmes treffen. Naja, der böse Templer lässt Kinder für sich arbeiten. Mhm. Jetzt haben wir schon mal rausgefunden. Okay. Das sieht echt nicht schlecht aus. Ist natürlich jetzt auch ein Render-Trainer, aber wenn auch nur die Hälfte davon so gut ist, gefällt's mir. Wow. Gefällt. Gehält. Humble. Und jetzt muss man noch irgendwie groß feiern können? In irgendeinem Pub? Ja, ja! Kommt ja. Super! Das ist jetzt in-game. Das nicht mehr? Jetzt. Nicht mehr? Nicht mehr? Jetzt. Quatsch, das wird alles gerendert sein. Alles Cutscene. Lass mal die Bar aufgeräumt hier. Da frisst er sein Geld. Also scheint das dann, dass da mehrere um dich dann scharst. Also dass das da mehrere. Das ging so üblich, ja. Ja, du weißt ja nicht, ob das Feature in dem Spiel drinne ist. Das ganze Spiel heißt Syndicate, also Syndikat. Ich glaube schon, dass es ein Hauptfaktor sein wird. Okay. Den hätte ich so gar nicht damit verbunden. Together with their street gang, our two assassins, the twins Jacob and Evie Fry, will fight to take London out of the hands of the greedy and the corrupt in order to give the city back to its people. We have a brand new das klingt so, klingt bei ihm irgendwie so total nach einem, nach einem total sozialen Projekt. Ja, ja. Als wird er eine Baum, so eine Waldorfschule leiten. Well, we're excited to give our fans the chance to play the game at the Uplay Lounge here in LA and get this in 7 cities across and Australia. So cool. So if you are interessant. Assassin's Creed Syndicate starting tomorrow, just sign up at assassinscreed.com for your chance to take back London. Thank you and have a great E3. Nice. All right. So, also ab morgen kann man Assassin's Creed an bestimmten Stellen auf der Welt spielen. Ja, 7 Städte über Europa und Australien verteilt. But really, we really like to surprise you with revolutionary. War der nicht schon da? Der war schon mal da. Ist das der Just Dance Typ? Nee, das ist nicht der Just Dance Typ. Das ist doch. Nein. Der hat vorhin Just Dance vorgestellt. Nein. Nein. Das war ein anderer. Der hatte größere Augen und weniger Haare. Okay. Auch wenn er ähnlich alt war. Aber der war mehr am Anfang.
most of us fear death. Der Gilmore. Der Gilmore. Der Gilmore. They embrace her, praise her, worship her. They kill thousands without repercussions. Trafficking poison across South America. Corroding governments. How do you fight an enemy that doesn't fear death? Also der Tod wird hier weiblich betitelt. Vielleicht hat es ja einen Grund. Vielleicht hat es einen Grund. Aber was mir so ein bisschen aufgefallen ist, es gibt irgendwie mittlerweile nur Nachfolgertitel. Es gibt keine neuen Titel bei Ubisoft. Ja, ich weiß nicht, mit Ubisoft kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber da habe ich jetzt auch nichts mitgekriegt, dass da irgendwas Neues wäre. Jetzt gerade kommt immer nur Teil 2, Teil 3, Teil 6, Teil 8, Teil 37. Aber es ist jetzt noch kein ganz neuer Titel irgendwo angekündigt. Doch. Division. Nämlich? Division? Klar. Das ist das mit dem Betrügen und so. Ja. War das nicht Rainbow Six? Das war Rainbow Six Siege, das war das vorhin mit den Türen. Dann ist es doch schon Teil 6, oder? Nein. Oh. Das Rainbow Six heißt Rainbow Six, das ist halt das. Und da gibt es mehrere... Aber The Division ist halt ein eigenständiges Spiel. Gibt's keinen Nachfolger und Vorfolger und... Was? Blut und Kokain! Als ob das alles so rund laufen würde. Es läuft nie so rund. Nicht, wenn wir spielen. Woran liegt das? An dir. Oh. Dann wird das Spiel automatisch schwerer. Ach so. Decide who lives and who dies. Oh ja, wir wollen eine Drohne. Unbedingt. Santa Muerte. Das wäre ich dann. Der nicht abdrückt? Richtig. Also ich hätte jetzt abgedrückt, aber... Das ist der Avatar. Ah, doch nicht. Ich dachte gerade, er hat nur einen Pfeil da auf dem Kopf. How do you fight an enemy that doesn't fear death? You manipulate them from the inside. Everything changed as the Fire Nation attacked. Ja, ja. Es ist der Avatar. Massive Open World, okay. Ubisoft hat es irgendwie immer sehr mit Open World Spielen, oder? Hm. Finde ich gut. Was nicht unbedingt was Schlechtes ist. Aber es kommt mir irgendwie so ein bisschen vor, als hätten die kaum Spiele, die keine sind. Weil, okay, ich nehme jetzt an, dieses For Honor wird keins. Aber ansonsten scheint ja alles wieder sehr auf Open World zu legen. Also da hier sieht sehr gut aus, da freue ich mich auch drauf. Sieht sehr lustig aus. Ja.
Ach, Ghost Recon! Oh, jawoll! Geil! Jawoll! Ja! Yay! Wunderbar! Ich habe letzten Teil Ghost Recon Future Soldier. War der letzte Teil. Okay. Das war's? Oh, das war's. Ich hätte gerne noch was gesehen. Ich habe irgendwie auch, ich hatte gerade auch irgendwie so ein bisschen den Gedanken, dass da noch irgendwie was fehlt. Ich weiß zwar nicht was, aber irgendwie hätte ich gerne noch was gesehen. Ja, das ist doch schön. Das zeigt, wie gut die Präsentation war. Ja. Und die sind ohne Bill Cosby ausgekommen. Ja. Dafür hatten sie einen tanzenden Typen mit Ghetto-Kindern. Da war schon mal vor. Oh, na, jetzt hat man ja noch mal einen guten Überblick. Geil, wird gekauft. Ja, ja, ich glaube auch. Na, nee. Trackmania. Das hier nett. Das mit den Motorrädern. Trials Fusion. Mhm. So, ich schalte mal wieder ein bisschen stumm. Und vier komische Leute, die was erzählen wollen. Ich habe stumm geschalten. Die kann man stumm schalten. Finde ich okay. Mhm. Ja, die haben eh nicht viel zu sagen. Also auf jeden Fall. Die reichen jetzt den Gesprächsaffen um sich. Also auf jeden Fall Rainbow Six hier Siege. Mhm. Das mit den SWAT-Einheiten. Ghost Recon auf jeden Fall. Ghost Recon. Ghost Recon. Ich Recon. 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 Ist ja gut, Leute. Schreibt's in die Kommentare. Oh, jetzt geht das los. Ghost Recon oder Ghost Recon? Wenn ihr vor Ghost Recon seid, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr vor Ghost Recon seid, gebt einen Daumen nach oben. Genau. Wenn ihr für Ghost Recon seid, gebt einem anderen YouTuber einen Daumen nach unten. Ja. Coole Spiele, auf jeden Fall. Freue ich mich. Ja, also For Honor sieht sehr gut aus. Was war jetzt euer Lieblingsspiel, was vorgestellt wurde? Schwer zu sagen. Also wenn ich keins vergessen habe, dann würde ich wirklich sagen, direkt von Anfang an For Honor. Das war sehr schön gemacht. Und ich bin einfach sehr überwältigt davon, wie die das Ganze aufgemacht haben. Es war nicht so gut wie Bethesda, aber die haben wirklich eine richtige Show hingelegt. Das fand ich sehr gut. Eindeutig. Ich fand auch hier am Anfang Stick of Truth fand ich auch super. Mhm. Da bin ich auch sehr gespannt darauf. Da gab es ja jetzt leider kein Gameplay zu sehen. Aber ich nehme mal an, dass es sich massiv vom ersten Teil unterscheiden wird. Einfach weil sie ein ganz anderes Genre nehmen. Ja, hoffen wir es doch. Daher glaube ich, dass es da auch was ganz Gutes werden kann. Mhm. Und ansonsten, ja, es sah eigentlich ein Großteil von den Sachen ganz gut aus. Bisschen nicht beeindruckt war ich jetzt von den Sportspielen, also hier die ganzen Rennspiele, aber das liegt daran, dass mich das halt nicht interessiert. Ja. Ja, und bei den Shootern gab es ein paar ganz gute dabei, besonders das mit dem Verraten, was ich immer vergesse, aber ansonsten, ja. Division. Ich war auf jeden Fall positiv von Ubisoft überrascht. Genau. Damit würde ich das, ja. Ich kann es schlecht in rauswinken, es waren alle geil. Also Assassin's Creed auf jeden Fall must have für mich. Also Assassin's Creed, schon fast wieder vergessen. Assassin's Creed auf jeden Fall sehr guter Titel. Seit langem bin ich endlich mal wieder von einem Assassin's Creed Titel angetan. Und ich hoffe mal, dass der wirklich so gut wird wie der Trailer. Dann hole ich es mir nämlich auch. Oho. Also für mich als Assassin's Creed-Fan ist ein Must-Have, natürlich, nicht? Aber auch hier die mit den SWAT-Einheiten, wo man die Wände eintreten kann und das. Und der letzte Titel natürlich. Auch von Rainbow Six. Hm. Ahaha. Ja, das sieht nach einem leeren Geldbeutel für dieses Jahr aus. Oh Gott, ja. Ah, ich bin ja jetzt nicht so der große Tom Clancy-Fan, aber waren schon ganz nette Sachen dabei. Ja, also, da wünschen wir uns noch einen schönen Abend zur nächsten Pressekonferenz, die wäre um 3 mit Sony. Genau. Bis dahin, Tüssele.
Tschüss. Ciao, ciao.